Das eigentliche Thema aber ist heute die Aufstellung der Europaliste. Und jenseits von unseren Diskussionen der letzten Tage, wer auf welchem Listenplatz steht, und die wir hoffentlich heute zu einem guten Ergebnis führen, ist diese Wahl anders als vielleicht manche in den letzten 40 Jahren von entscheidender Bedeutung am Ende für jeden Arbeitsplatz in Nordrhein-Westfalen. In 8 Wochen ist Brexit. Das steht fest, das Datum. Egal wie die Briten das verhandeln, ob die noch zu einer gemeinsamen Position kommen oder nicht, ob der weich ist oder hart ist, am 29. März ist nach den Verträgen, wenn man nicht noch Sonderkonstruktionen findet, der Austritt Großbritanniens besiegelt. Wir haben jetzt mal gerade in den letzten Tagen noch mal ausgewertet, was heißt das eigentlich für unsere Unternehmen? Fast weit über 50% der mittelständischen Betriebe haben Wirtschaftsbeziehungen in irgendeiner Form zu Großbritannien. Ein Großteil der Direktinvestitionen bei uns kommt von Briten. Ein Zulieferer aus Südwestfalen oder dem Münsterland, Automobilzulieferer, haben Lieferketten, wo ein Teil des Produkts in Großbritannien hergestellt wird, dann das Produkt wieder zurückkommt. Und wenn nur eine Minute länger am Tunnel demnächst kontrolliert wird, zwischen Dover und Calais, hat das kilometerlange Schlangen zur Folge. Viele Unternehmen sind gar nicht mehr, das hat der Wirtschaftsminister diese Woche mal dargestellt, wissen gar nicht mehr, wie Zollformalitäten gehen, was man da eigentlich machen muss, weil wir durch den Binnenmarkt den Vorteil haben, dass wir keine Zölle mehr haben. Aber jeder, der jetzt ein Produkt darüber liefert, wird demnächst Zollregularien wieder erlernen müssen. Haben früher Leute mal studiert, wie man Zollregularien macht, muss man jetzt bei Null beginnen. Man hat circa nur 8 Wochen Zeit. Ihr habt gehört, was Airbus jetzt gesagt hat in Davos. Der Airbus-Chef hat gesagt, wir müssen überlegen, die Teile. Airbus wird ja produziert in Frankreich, in Großbritannien, in Deutschland. Wenn wir da ein Teil zuliefern, braucht dieses eine Teil dann eine Zollformalität. Und deshalb überlegt Airbus, sich komplett aus Großbritannien zurückzuziehen. Das sind so ein paar Dinge, an denen man ahnt, dass in 8 Wochen eine ganz wichtige Entscheidung fällt. Und dann ist unmittelbar danach im Mai Europawahl. Und das ist ja logisch, wenn es da zu Turbulenzen kommt, am Ende sogar zu Turbulenzen auf den Weltmärkten kommt, dass Europa dann handlungsfähig sein muss. Aber Europa ist nur handlungsfähig, wenn dann eine neue Kommission ins Amt kommen kann. Ihr habt das verfolgt rund um diesen Streit des amerikanischen Präsidenten, der Handelsbarrieren errichten wollte, deutsche Autos vom Markt halten wollte, wie alle Regierungschefs nach Washington gereist sind und keiner ein Ergebnis erzielt hat. Und dann ist Jean-Claude Juncker mit dem Gewicht von 500 Millionen Menschen der Europäischen Union hingereist. Und wir haben jetzt erreicht, dass das ganze Thema eingefroren wurde. Es ist nicht beendet, aber der Handelskrieg ist nicht weitergegangen. Und deshalb brauchen wir einen handlungsfähigen neuen EU-Kommissionspräsidenten, starke Kommissare, die dann direkt unmittelbar nach dem Brexit, unmittelbar nach der Europawahl Europa sehr schnell handlungsfähig machen. Und wir stehen in der Lage, wenn ihr euch die Situation in Europa anschaut, Italien, Polen, Ungarn, Populisten, wahre Finnen, echte Schweden, Fünf-Sterne-Bewegung, Linkspopulisten, Rechtspopulisten, die könnten am Ende addiert alle mehr Stimmen haben als die demokratischen Parteien der Mitte. Und deshalb werden die Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt heute aufstellen, möglichst viel Rückendeckung haben. Wir brauchen eine große Wahlbeteiligung und wir müssen diese Europawahl zu unserem Referendum für Europa machen. Das wird die Aufgabe sein. So, und ich glaube, wenn man das den Menschen so erklärt, die Lisa hat das gerade schon gesagt, die Europa-Zustimmung steigt, weil viele jetzt denken, oh Gott, wenn wir mal wären wie die Briten, was heißt das eigentlich für uns als Exportland, wenn plötzlich überall wieder Grenzen wären? Die Sensibilität ist bei den Menschen heute da. Wir müssen sie nur dazu bewegen, dass sie wählen gehen und nicht Protest wählen. Und dann sage ich ein zweites. Europawahlen waren oft Protestwahlen gegen die Bundespolitik.
man wollte dann mit der Bundestagswahl nicht eine Protestpartei wählen, hat es dann mit der Europawahl gemacht, meinte aber gar nicht Brüssel, sondern meinte die Bundespolitik. Da bin ich zuversichtlich, dass wir in einem neuen Klima jetzt auch zwischen CDU und CSU sind, dass wir Dinge anpacken, dass Dinge bewegt werden. Das kann man ja spüren. Aber die Protestpartei, die da auftritt, hat jetzt beschlossen, sie wollen, dass Deutschland rausgeht aus der Europäischen Union. Sie haben beschlossen, das Europäische Parlament abzuschaffen. Und da sage ich nur jedem, jemand, der ein Parlament abschaffen will, der braucht auch keine Stimmen bei dieser Wahl, dass er am Ende doch in dieses Parlament einzieht. So, also, es kommt darauf an, dass wir als Landespartei zusammenhalten. Der Landesvorstand hat eben nach vielen, vielen Gesprächen Beschlüsse gefasst, die es ermöglichen, dass wir zu einem großen Konsens kommen, dass alle Bezirke vertreten sind, dass Männer und Frauen, erfahrene und neue Kollegen gleichermaßen vertreten sind. Damit haben wir eine gute Mannschaft. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, ein Kollege, der 38 Jahre im Parlament war, wird jetzt nicht mehr antreten. Wir respektieren diese Entscheidung und wir danken Elmar Brok für alles das, was er in diesen Jahrzehnten geleistet hat. So. Er ist heute nicht hier. Er hat gesagt, ich will jetzt nicht mit meiner Person diesen Neuanfang belasten. Er ist übrigens auch noch im Amt. Er ist derzeit Brexit-Beauftragter des Europäischen Parlaments. Also der hat noch eine Menge zu verhandeln, auch bis zum Ende der Wahlperiode. Und wir werden auf einem Landesparteitag eine geeignete Gelegenheit finden, ihn auch noch zu verabschieden. Ich werde ihm von eurem Beifall berichten. Ich glaube, das tut ihm gerade in diesen Tagen gut. So, letzte Bemerkung. Das war eine wichtige Woche in Nordrhein-Westfalen, auch für Europa. Die Bundeskanzlerin und der französische Präsident haben bei uns in Nordrhein-Westfalen mit dem Aachener Vertrag den alten Élysée-Vertrag von 1963 erneuert. Damals Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Heute ein Vertrag mit ganz konkreten Themen für die Zukunft. Künstliche Intelligenz, Wissenschaftszusammenarbeit, Wettbewerbsfähigkeit, Ziele einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, wo die beiden Länder zusammenwachsen. Ganz wichtige Beschlüsse hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gefasst. Und wenn wir aus diesem Geist heraus weitere Länder mitnehmen, die willig sind, die dieses europäische Projekt wollen, dann können wir unsere alte Stärke als die deutsche Europapartei weiterführen. Die europäische Integration ist mit unserer Partei engstens verbunden. Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel haben Europa geprägt und wir haben die Absicht, das auch in Zukunft zu tun. Und in diesen Kampf gehen wir jetzt hinein mit der Vorbereitung einer neuen Liste. Alles Gute und gute Beratung.